Nächster Redner ist Günter Kumpitsch von den Freiheitlichen. Geschätzte Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, Hohes Haus. Ja, Kollege Blesl, es ist tatsächlich so. Wir haben viel zu tun, aber vor allem deshalb, weil wir die Folgen einer gescheiterten Asylpolitik und Migrationspolitik, die ihr getragen habt, beseitigen müssen. Das ist der Grund. Und wenn der Kollege Pilz gestern, ich sage es in Tateinheit mit euch, versucht hat, der Regierung, dem Kanzler und auch uns als Abgeordnete zu unterstellen, wir würden mit bei einer Achse der Mutwilligen sein, dann kann ich nur sagen, na, dann haben wir hier eine Achse der Unwilligen. Geschätzte Kollegin Crispa, Kollegin Luega und Yilmaz und Zadic, wir nehmen Ihre Kritik ernst. Sie sagen, es wäre keine Verbesserung in der Schnelligkeit des Verfahrens die Folge. Dieses Verfahren würde mehr kosten und so weiter und so weiter. Das zeigt aber ganz genau den unterschiedlichen Zugang, den wir zum Recht haben, zum geltenden Recht. Denn was wir wollen, ist, dass Recht Recht bleibt und auch beachtet wird. Denn es kann nicht sein, man hat es vorher schon erwähnt, dass Asylwerber alles verlieren bei ihrer Flucht von einem sicheren Staat zum anderen. Aber das Handy und die Wertgegenstände, das bleibt ihnen. Und es kann dann schon gar nicht sein, und du weißt das, und bei dem Verfahren war ich oft anwesend, wenn sie auf einmal vergessen haben, welche Route sie genommen haben, woher sie überhaupt kommen und gar nicht mehr wissen, wie sie richtig heißen. Und dann wollen wir sagen, wir haben eine Mitwirkungspflicht. Das einzige wichtige und richtige Mittel ist die Möglichkeit, die Daten, Geodaten zu erfassen und nachzuforschen, woher kommt. Das ist das, was wir machen. Wir nehmen die Sorgen der Bevölkerung echt. Denn ein Kollege vorher, ich glaube, das war der Herr Kollege Kucher in der vorigen Debatte, hat gesagt, jedes Handeln hat Folgen. Und die Folgen Ihres Nichthandelns haben wir ja gesehen in ganz Europa, wo Terrorverdächtige durch ganz Europa reisen, auch durch Österreich. Ja? Diese Folgen wollen wir nicht mehr haben. Wir haben eine Verantwortung für die Bevölkerung. Und daher gibt es diese Bestimmung. Und es kann auch nicht sein, als nächsten Punkt, dass Asylanten, ich sage es jetzt so, weil wir wissen ja, das ist ja nicht erst seit vor 3 Jahren, sondern seit den letzten 15 Jahren, dass diese Menschen da sind bei uns, Suchtgiftdelikte begehen, Kriminalität begehen, aber ohne Konsequenzen hier weiterleben können. Wir sorgen zumindest dafür, dass er seinen Aufenthalt mit diesen kriminellen Handeln bei uns nicht verfestigen kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und deshalb sind wir jetzt dran, in einer wirklichen Schnelle, die man nur bewundern kann, das Fremdengesetz zu ändern. Das muss man schon sagen. Und eines möchte ich auch sagen. Jemand, der tatsächlich verfolgt wird, der hat sicherlich Verständnis, wenn er seinen Aufenthalt vorübergehend einmal nicht dort wählen kann, wo er ist, innerhalb des Verfahrens. Der versteht es. Diejenigen, die illegal kommen und glauben, dass sie sich bei uns in die soziale Hängematten hängen können, na ja, denen wird es natürlich nicht gefallen. Was mich aber ein bisschen bestürzt, dass ihr das mittragt. Und das ist nicht gut. Und darum bitte ich auch euch, umzudenken und diesem Entwurf zuzustimmen. Die Möglichkeit, die Geodaten von Flüchtlingen zu erfassen, sei notwendig, sagt Günter Kumpitsch, FPÖ.